Dison, fühlst du das? Yo Leute, was geht ab? Ich bin heute hier mit einem wunderschönen Video und zwar fahre ich jetzt zu drei Bestellungen. Du bist nirgendwo! Dison, sei leise jetzt! Hältst dein Schnauz? Wir haben jetzt hier hinten in meinem Kofferraum ein paar Bestellungen und die werden wir jetzt abklappern. Ich bringe die Sachen zu den Leuten nach Hause, mal gucken, wie die reagieren. Das wird richtig fett. Und wir haben natürlich noch ein paar Gimmicks für die Leute oben drauf gelegt. Ihr werdet es gleich sehen. Ab geht die Fahrt. Okay, wir fahren jetzt als erstes zur Denise. Ich hoffe, das ist wirklich Denise oder vielleicht ist es auch die Mutter, die bestellt hat. Man weiß es nicht. Wir fahren jetzt zur Denise nach Wuppertal und bringen der das mal jetzt vorbei. Die hat was Schönes bestellt und das kriegt sie jetzt auch. An. Die ist auch noch ganz neu. Habe ich auch den Prototyp an. bin auch Hip-Hopper. Ja, ich bin Hip-Hopper. Nein, ich habe die RLN-Cap am Start als allererster Mensch auf der Welt. Wenn ihr die geil findet, schreibt es mal in die Kommentare. Oder ein Like mal. Lasst mal einen Daumen hoch da, wenn ihr die Cap geil findet. Dann weiß ich dann, dass ihr die geil findet. Und dann kann ich die vielleicht mal in den Shop ballern. Wie findet ihr das? Wir rollen, ja, weil wir leider immer noch im Stau hier rumstehen in Wuppertal, weil wir 17.16 Uhr haben, was die Hauptverkehrszeit ist, mache ich jetzt ein kleines What's in my car Video. Ich habe hier Müll. Das ist ein sehr wichtiger Müll, den benutze ich eigentlich jeden Tag. Einmal einfach so zum Wut abbauen, drücke ich den zusammen. Und dann kommt er wieder hier rein. Das ist so ein kleines What's in my car. Und was geht bei Tison eigentlich? Hier ist sechs, perfekt. Wir parken jetzt einfach eiskalt hier. Vor der Garage. So Freunde, wir sind angekommen. Es wird nun geparkt und dann hole ich mal hinten noch was aus dem Kofferraum, was ihr alle noch gar nicht gesehen habt. Die Denise hat bestellt ein RLN-T-Shirt. Eins von den alten, es gibt ja noch ein rotes neues und ich gebe dir jetzt einfach noch das neue graue KF-Shirt dazu. Das ist Unisex, das kann jeder tragen. Mädels, ihr könnt euch das irgendwie so hochknoten und so, das sieht auf jeden Fall geil aus. Übrigens auch ganz nice, mein Kofferraum, was hier alles so rumfliegt. Ne? Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schreibt mal in die Kommentare, ich soll What's in my car machen. Wir nehmen hier auf jeden Fall noch ein paar KF-Sticker dazu. Und Autogramme, komm, nehmen wir auch noch drei, kann ich die vielleicht verschenken oder so. Und jetzt gehen wir mal klingeln. Hallo? Hola! Señorita! So, wie ist der Stand? Ja, die Denise ist leider nicht zu Hause, aber die haben die Mutter erwischt. Und die Mutter sagt, die kommt jeden Moment. Und dann wollen wir dir das natürlich noch übergeben. Die Katze ist jedenfalls schon da von denen. Ich möchte einfach mal Hallo. Möchtest du auch ein T-Shirt? Möchtest du vielleicht eine Entschuldigung, Sie hatten was im KF-Shop bestellt. Sag mal nicht vielleicht kurz einen Sticker auf die Katze drauf. Nein. Hallo, ich wollte dir kurz ein T-Shirt vorbeibringen, was du bestellt hattest. Wo bist du denn? Ich bin gerade bei der Nachhilfe. Ach, das ist nicht so wichtig. Ich muss von meiner Mutter fragen, ob ich gehen darf. Was sagt die Mutter? Ja, klar. Ja, klar. Dann geht's. Dann geht's klar. Richtig. Alles klar, dann bis gleich. So, die Denise ist jetzt auf dem Weg. In der Zeit fahren wir noch schnell zu der anderen Adresse. Wir haben nämlich noch jemanden in Wuppertal, den wir glücklich machen müssen. Deswegen geht's jetzt direkt los. Komm, los! Boah, Alter, das geht ja ab. Wuppertal ist echt eine sehr hügelige Stadt. Wir haben jetzt die nächste Adresse, die ist nur ein paar Minuten entfernt, deswegen fahren wir da direkt hin und schauen, ob wir da jemanden antreffen können. Ja Leute, was geht ab? Ich bin's Farid und ich bin heute unterwegs im Namen des KF Shops und werde heute die ein oder andere Bestellung ausliefern. Elender Bastard, elender Bastard, elender Bastard, elender Bastard. Das ist die neue Single, kommt bald raus. Titel? Elender Bastard. Elender Bastard, Elender Bastard, Elender Bastard, Elender Bastard, Elender Bastard, Elender Bastard, Elender Bastard. Ich hab vielleicht einen Macken, doch ich bin immer noch. Sorry, Alter. Dieser schüttelt die ganze Zeit den Kopf. Aber wir singen! Elender Bastard, Elender Bastard, Elender Bastard, Elender Bastard, Elender Bastard, Elender Bastard.
Dison, fühlst du das? Ich habe jetzt den Fernführerschein, wie ihr vielleicht am Dienstag gesehen habt. Bei Worldwide Wohnzimmer habe ich den Fernführerschein gemacht und das erlaubt mir auch, dieses Fahrzeug zu manövrieren. Geil, damit ich mir nicht meinen Fans damit die Klamotten nach Hause bringen kann. Elender Bastard, Elender Bastard, Elender Bastard, Elender Bastard. So, schauen wir mal, ob der Kunde zu Hause ist. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, hast du eigentlich Lust, mein Kennzeichen zu filmen? Ja, eigentlich eine ganz nice Sache. So, was hat er bestellt? Ein Signature Hoodie und noch ein Team KF Logo Shirt. So, wir tun auch natürlich hier wieder ein nagelneues KF Grey Red Shirt dazu, das erst in den nächsten Wochen irgendwann rauskommt. Das ist noch ganz, ganz fresh mit Siebdruck, richtig geiler Druck. Richtig edelste Ware. Nein, vielleicht kommt er morgen oder übermorgen. Wie? Und sonst wohnen nur ihr hier oder was? Oder wo wohnen die? Wir wohnen da oben Leute. Da und da. Alles klar. Ganz viele Leute wohnen hier. Aber der Thomas ist ja Hausmeister, ja? Ja. Mhm. Na gut. Also wir haben jetzt keinen hier erreicht, oder was? Nee. Es gibt nur hier zu Grit, aber keine... Wo ist denn die Tochter und die wohnen alle hier? Nee. Wo wohnt die Tochter denn? Wissen wir nicht. Wenn er nicht da ist? Da lassen, meinst du? Natürlich. Was Top Idee, oder? Also wir wollten das jetzt hier abgeben. Das ist... Alles klar. Wir wollten das jetzt hier abgeben, aber scheinbar ist das einfach nur der Arbeitsplatz von einem Hausmeister hier. Und das können wir leider nicht abgeben. Schade. Wir versuchen natürlich irgendwie das sonst einfach natürlich per Post zu schicken. Jetzt haben wir aber noch natürlich die Denise, da müssen wir jetzt nochmal hin. Und noch eine weitere Adresse. Ich weiß gerade nicht, wo die ist, aber da fahren wir auch noch hin. Das ist in Burscheid. Und ja, das machen wir natürlich. Darf man erzählen, aber wir fahren erstmal noch zu Denise, oder? Das würde ich sagen. Hallo, willkommen im Demi-Grill. Hier in Wuppertal, kann ich nur empfehlen, richtig guter Laden, kommt dann vorbei. So, wir essen jetzt hier uns einen kurzen Gyros-Teller, hinter die Binde, einfach rein damit, bis die Denise nach Hause kommt, ne? Das wird richtig, geht richtig runter. Oh, lecker. Guten Hunger. So, aufgegessen, noch eine Capri-Sonne hinterher. Und wir gehen jetzt nochmal zu Denise, gucken, ob sie jetzt da ist. Ob die wirklich erfolgreich die Nachhilfestunde abgebrochen hat. Und geben dir jetzt erstmal schön ihr Package, was sie sich da bestellt hat. Ja, geht cooler Pulli. Dankeschön. Aber ich habe hier ein bisschen was für dich dabei. Du hast hier, das Ding hast du bestellt. Ja. Das kriegst du natürlich. Dankeschön. Dachte ich mir, haust du noch was drauf. Hier irgendwie so Klebesachen von mir. Da hast du noch zwei oder drei Autogramme. Danke. Und noch ein T-Shirt, was es so noch gar nicht gibt. Ich hoffe, das passt hier einigermaßen. Ich habe kein Problem mit Übergrößen. Sehr gut. Sehr gut. Ja, genau. Der kommt irgendwann mal raus und das sollst du als allererstes haben. So, ich trete mal ein, ja? Ja, in die Zickenzone. In die Zickenzone? Sehr gut. Dini, lach doch mal richtig. Dini! So, wir haben Fotos. Willst du mit Teaser auch noch ein Foto machen? Nee, ne? Nee. Das ist gut. Ciao, ciao. Ciao, tschüss. Ich hier übertrieben mit Parkverbot wahrscheinlich. So Leute, weiter geht's im Takt. Wir fahren jetzt nach Burscheid und dort liefern wir dann das letzte Package für heute ab. Und ja, komm, lass nicht lang schnacken, Gas geben, ne? Minuten, Leute, dann sind wir beim Reinhold. Ich denke, das klingt auch hier eher nach einem Vater, der für jemanden bestellt hat. Aber der Nachname wird uns ja verhelfen, um in das Gebäude einzutreten und ja, ein paar Sachen abzugeben. Ich hoffe, da ist jemand zu Hause. Wenn nicht, wäre es echt schade, weil wir sind wieder relativ weit gefahren jetzt. Wohin denn? Nach Burscheid. Wo ist Burscheid? Gute Hut von mir. Keine Ahnung, wo Burscheid ist. Erdkunde immer 6 gehabt. Echte Kühe, Alter. Echte Kühe, Alter. Echte Kühe, Mann. Für mich als Großstadtjunge, der ich dort aufgewachsen bin, zwischen Plattenbauten und Beton, sind Kühe natürlich was richtig Krasses. Jetzt sage ich, drück nochmal drauf. Dann sind wir auch gleich da. Ja, ich habe jetzt hier noch die letzte Bestellung. Jetzt handelt sich dabei um ein KF Signature Shirt. Ein schwarzes mit weißem Schriftzug. Genau noch hier wieder ordentlich
Alles klar, willst du auch ein Shirt oder was? Komm, mach eine Autogrammkarte zum Verschenken für die Freunde. So, und dann nehmen wir natürlich noch ein ganz freshes neues Shirt mit. So, wir klingeln immer. Hoffentlich ist jemand da. Die Fahrzeuge weisen darauf hin, dass jemand da sein könnte. Nutze den Tag, KPD, Mike, oder? Ich wollte das vorbeibringen. Wo ist denn derjenige, der das gerne hätte? Ah, das geht, alles gut? Ja. Ich bin. Du wolltest ja was haben, ne? Wir haben schon. Guck mal, hier, Sticker hast du schon mal. Ja. So, dann haben wir hier noch mehr Sticker. Ja, dann hattet ihr aber Glück, also es kamen viele Bestellungen. Dann haben wir hier das Shirt, was du bestellt hast. Ja, schön. Und ich habe mir gedacht, ich bringe dir noch was. Wir haben hier noch Karten unterschrieben. Und ich dachte mir, ich bringe dir noch das Shirt mit. Das gibt's so noch gar nicht. Kannst du auch irgendwie einfach usen. Haben. Ja, geschenkt, sage ich. Geschenkt, noch oben drauf. Wir kommen auch auf den Pferd. Wo in Köln? Ja. Sehr gut. Wie weit ist Köln von hier? Köln 50 Kilometer. So, wir machen jetzt hier noch eben eine Runde Fotoshooting. Weil ihr wisst, Fotoshooting. Ein paar Fotos machen wir noch jetzt hier. So Leute, das war's. Wir haben ein paar Leute glücklich gemacht. Einen haben wir leider nicht angetroffen. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag. Bis Mittwoch geht die Aktion noch, wo ihr zu jeder Bestellung einfach random irgendwas dazu kriegt. Sticker, Autogrammkarten, wir haben noch so Sporttaschen mal rumfliegen gehabt. Alles in so eine Wundertüte getan und ihr kriegt irgendwas daraus einfach zu eurer Bestellung dazu. Also bestellt am besten bis Mittwoch, dem 10.06. Und wir sehen uns nächsten Freitag, 14 Uhr, wieder hier auf meinem Channel. Und bis dahin bleibt sauber und fruchtig. Ich fahre jetzt nach Hause. Tschüss.